So, ich habe gerade hier meine schöne Bestellung ausgepackt. Ich habe mir eine Menge Sachen bestellt. Neuen Schweißdraht, neue Rauchmelder fürs Haus, Schweißtrennspray, neues richtig cooles Schlauchpaket. Oh, das blendet hier ein bisschen, aber ich hoffe mal, ist nicht so schlimm. So, neues richtig cooles Schlauchpaket. Ein MB25, gleich mit einer Teflonseele drin. Freue ich mich richtig drüber. Neue schicke Handschuhe. Dann eine Testbox mit Wolfram-Elektroden. Werden wir auf jeden Fall mal testen. Die verschiedenen Farben. Manche Farben habe selbst ich in meinem Leben noch nicht gesehen, beziehungsweise noch nichts großartig von gehört. Und dann richtig schöne neue Jumbo-Glasdüsen. Ich nenne die einfach mal so. Und hier diese neuen Weldinger Fixzangen. Richtig cool. Werde ich auch ausprobieren. Werde ich sicherlich auch ein schnuckliges Video zu machen. Vielleicht mal ein schönes Reel. Die eignen sich ja auch mal richtig cool für ein Reel. In einem Reel alle Funktionen unterbringen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein richtig schönes Wochenende. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstagmorgen und ich mache mal was ganz anderes heute. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt, ja, bei Haus und Werkstatt 24 und ich habe noch so ein paar neue Ideen und so ein paar neue Artikel und so weiter. Und die haben mir noch ein paar Sachen mit reingelegt, natürlich. Ne? Ich mache ja viel mit denen zusammen. Und ich dachte mir, wir packen das jetzt hier einfach mal zusammen aus. Und ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich mir da so alles bestellt habe. Da sind auch ein paar private Sachen dabei. Aber gut. Wie gesagt, Samstagmorgen. Ich habe gerade gefrühstückt. Ich trinke nebenbei noch einen kleinen Kaffee. Und ich hoffe mal, das ist auch mal eine ganz interessante Sache. So, was habe ich mir hauptsächlich bestellt? Schweißdraht. Der ist in manchen Bereichen leider zu Ende gegangen. Dann habe ich mir noch ein schönes MB25 Mack-Schlauchpaket bestellt. Ein schönes großes Schlauchpaket, gleich mit einer Teflonseele vorgerüstet. Ja. Dann habe ich mir noch ein paar Handschuhe bestellt. Ja, was habe ich mir noch bestellt? So, haben wir erstmal hier Werbung. Werbung. Ja. Dann muss ich mir heute mal alles angucken. Das habe ich mir noch bestellt. Sehr interessant. Ich habe mir Rauchmelder bestellt. Haus und Werkstatt 24, muss man immer sagen, die haben nicht nur Schweißzubehör, die haben ja auch viel für Garten und die haben auch viel, wenn es darum geht, Feuerlöscher und dementsprechend auch Rauchmelder. Ich habe mir mal fürs Haus ein paar neue, nichts Besonderes, einfache Rauchmelder bestellt. Richtig schöne Sache. Und dazu, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sind das hier. Das sind so Klebepads. Damit kann man den Rauchmelder einfach anklicken. Ja, das ist schon mal eine sehr interessante Sache, aber das interessiert die meisten sicherlich nicht. Die kriegt man auch in jedem Baumarkt. Ich habe die jetzt nur, wie gesagt, momentan die Baumärkte zu. So, das müssen diese Klebepads sein. Und da kommt das erste richtig neue Interessante. Weldinger Glaslinsen gab es schon länger, aber jetzt gibt es hier auch diese richtig schönen Jumbo-Varianten. Da werden wir sicherlich auch mal ein Video zu machen, werden wir uns die sicherlich auch mal angucken. Ich habe mir die bestellt in 2,4 mm und in 1,6 mm. Mal gucken. Genau. Das ist hier 2,4, das ist 1,6. Immer in so einem schönen Set hier. Das ist natürlich eine Sache, die ist nicht ganz so preiswert, obwohl Weldinger die jetzt, glaube ich, relativ günstig, so um die 20 € muss das kosten, raushaut. Aber ist natürlich eine coole Sache. Man hat eine extrem gute Gasabdeckung, ja. Und auf der anderen Seite hat man natürlich eine richtig tolle Optik auf den Prozess. Also man sieht das Ganze richtig gut. Das werde ich mir auf jeden Fall im Detail angucken. Da kommt auf jeden Fall ein Video zu. So. Das sind Gartenhandschuhe von Weldinger. Es gibt ja, also das ist nicht Weldinger, das ist Gardinger. Es gibt ja Weldinger, es gibt auch Gardinger. Da habe ich für mich und für meine Frau, wenn wir jetzt im Frühling hier im Garten malochen, einfach mal ein paar schöne Gartenhandschuhe bestellt. Genau, das sind die neuen kurzen Schweißhandschuhe. Einmal Größe 8 und einmal Größe 9.
So. Die sind speziell zum Wichsschweißen. Ja. 9 passt mir gut. Also wie gesagt, ich habe normal große Hände. Ich nehme immer zwischen 9 und 10. Die würde ich behaupten, jetzt fallen tendenziell normal bis leicht größer aus. Also wer nicht so richtige Paddel hat, für den werden 9er wahrscheinlich reichen. Und die sind richtig schön hauchdünn. Also erster Eindruck ist gut. Die sind relativ hauchdünn. Damit kann man wirklich sehr dünne Sachen wegschweißen. Ich habe hier 8er auch noch mit. Weil ich da echt so richtig... Also ich komme sogar noch in die 8er rein, ja. Also darum würde ich tendenziell sagen, lieber immer, wenn man sich zwischen zwei Größen unsicher ist, lieber immer die kleinere Größe nehmen. So. Dann habe ich mir ganz normalen Magdraht, Universaldraht bestellt. 0,8er ist eigentlich der, den ich am häufigsten verwende. Hatte ich jetzt auch keinen mehr. Darum ganz wichtig, weil ich noch viele Geräte vorstellen will, viele Sachen erklären will und so weiter. 0,9 mm Fülldraht funktioniert nach wie vor auch sehr gut. Ich verwende immer den 0,8er. Der ist momentan ausverkauft. Ich habe noch eine halbe Rolle. Wenn die zu Ende ist, dann geht es bei mir leider nicht weiter. Dementsprechend. So, das ist eine sehr interessante Sache. Wir machen das Ganze hier im Schnellverlauf. Ihr könnt da gerne Fragen zu stellen. Ich werde zu der einen oder anderen Sache sicherlich ein Video machen. Das ist eine Testbox mit 8 Stück Wolfram-Elektroden. Und da sind die verschiedensten Farben drin. Ja, grün kennen wir, grau kennen wir, gold kennen wir, pink kennen wir. Und die anderen Farben hier hinten, eine rote ist sogar auch dabei. Ja, rote ist natürlich so ein bisschen umstritten. Aber wie gesagt, da sind auf jeden Fall 3-4 Farben bei, mit denen ich noch nie Kontakt hatte. Und das ist natürlich mal eine interessante Sache. Ich bin aber ganz grundsätzlich eigentlich wirklich immer der Meinung, dass eine Wolfram-Elektrode macht sicherlich einen Unterschied, aber wenn das mit dem Schweißen überhaupt nicht klappt, es liegt nicht immer nur an der Wolfram-Elektrode. Viele meinen dann, sie finden da irgendwo den heiligen Gral und plötzlich klappt es. Ja? Nur mal so am Rande, weil mich da viele immer zu fragen. Aber trotzdem ist es unwahrscheinlich interessant, dass man die mal wirklich von dem gleichen Hersteller alle miteinander vergleicht und guckt, wie unterschiedlich dann die Ergebnisse sind. Und vieles merkt man, dieses Aufschmelzverhalten, das merkt man ja der Schweißer eigentlich nur selber. Ja, aber ich werde trotzdem versuchen, da mal ein schönes Video mitzumachen. Gibt es natürlich schon zahlreiche Videos in irgendeiner Form, aber ich werde das sicherlich auch mal in der einen oder anderen Form machen und alle einfach mal miteinander vergleichen und gucken, wie sich die Ergebnisse dabei unterscheiden. So, auch eine interessante Sache. Ich habe hier was noch, das will ich jetzt nicht auspacken. So. Dann habe ich mir nochmal Gas mitbestellt für meinen Brenner. Ja. Und ganz wichtig hier, das schöne Trennspray. Es gibt zwei Sachen beim Max-Schweißen, auf die man nie verzichten sollte. Das ist einmal Trennspray und die zweite Sache, die zeige ich euch gleich. Und das Trennspray hier, das ist wirklich von der Qualität her sehr gut. Ist mit Druckluft befüllt, also ist auch eine sichere Sache. So, ist ein bisschen stark eingepackt hier. Gut, aber ihr kennt das, ich packe das gleich dann alles aus und stelle es mir in eine Werkstatt. Weltfix. Das funktioniert wirklich gut. Ich nehme das zum Beispiel auch, um meinen Schweißtisch damit einzusprühen, weil es halt auch eine korrosionshemmende Wirkung hat und beim Max-Schweißen alles, was ein bisschen mehr spritzt und gerade beim Fülldrahtschweißen ohne Gas, dann kriegt man hinterher die Spritzer auch richtig, richtig gut ab. Also ist auch immer eine sehr gute Sache. Ich habe auch andere Hersteller, die ich benutze, aber momentan ist es da auch so. Alles sehr gut eingepackt. Momentan ist es da auch so, dass bei mir halt die Vorräte zu Ende gehen. Und dementsprechend habe ich mir hier 2 Döschen mitbestellt. So, hier muss das zweite Döschen drin sein. Schau. Jawohl, da ist es. So. Ich habe zum Beispiel meinen ganz alten Schweißtisch, den aus den Vierkantrohren, der ein oder andere kennt den bestimmt,
Und in dem Schweißtisch oder an dem Schweißtisch, da habe ich dann auch immer das Problem natürlich, weil da jetzt viel draußen steht, mit der Korrosion. Und da habe ich das auch mal ganz einfach so gelöst, dass ich den dann wirklich immer mit einem Trennspray einsprühe. Vorher einfach mal mit Reiniger, mit Universalverdünner schön einschmiere, ja, das Ganze dann mit dem Lappen sauber mache, dann mit dem Schweißschutz-Trennspray richtig schön einsprühe und man sieht, obwohl der draußen steht, ist die Korrosion doch wirklich sehr minimal. So, ich muss hier gleich den ganzen Rotz aufräumen. Jetzt kommt das Wichtigste. Das Wichtigste. Danach habe ich noch eine ganz interessante Sache. Das Wichtigste und dann kommt das Interessante. Ich habe mir mal so ein AK25, also so ein MB25 Schlauchpaket mitbestellt. Richtig schöne Sache, richtig schönes großes Schlauchpaket. 3 Meter, warum habe ich nicht 4 Meter oder 5 oder 10 Meter genommen? 3 Meter ist für einen 2-Rollen-Drahtvorschub immer eine wirklich tolle Option. Das hat gleich eine Teflon-Seele mit drin. Dementsprechend will ich damit auch Aluminium schweißen. Dementsprechend will ich damit Edelstahl schweißen und so weiter. Und für alle diese Zusätze ist es doch immer sinnvoll, gerade fürs Aluminium, wenn das Schlauchpaket nicht zu lang ist. Ja, ein zu langes Schlauchpaket führt auch oft zu Problemen. Also wenn es nicht nötig ist, von wegen 3 Meter, ist bei den meisten eigentlich völlig ausreichend. Das ist ein qualitativ schönes Schlauchpaket. Es hat gleich eine Teflonseele. Muss man hier hinten nur noch die Teflonseele abknipsen auf die richtige Länge. Und dann kann man damit loslegen. Das ist, glaube ich, dass das hier hinten rausguckt, dass man immer weiß, welches Schlauchpaket das auch wirklich ist. Ich werde mir das auch markieren. Und wenn man das so anfasst, qualitativ, fühlt sich das wirklich gut an. Ich sage mal, so ein Schlauchpaket kostet so, glaube ich, um die 50 Euro. Kann man sich ruhig mal gönnen. Ich wollte schon länger mal eins haben. Ich habe ein großes Schlauchpaket, das ist aber so ein MB36 oder so. Das gibt es nochmal wieder eine andere Variante. Ansonsten habe ich wirklich nur diese kleinen MB15 bzw. MB150. Und jetzt wollte ich nochmal ein schönes großes haben, gerade so zum Aluminium schweißen. Der Abstand ist auch so ein bisschen länger. Die Verschleißteile, das kann natürlich auch alles deutlich mehr Temperatur ab. Gerade wenn man Aluminium schweißt, wenn man Edelstahl schweißt, dann entstehen da schon große Temperaturen. Dementsprechend ein Schlauchpaket. Ne? Wenn ich zum Beispiel auch eine MIG 250 nehme, 250 Ampere, hat ein Schlauchpaket verbaut, was eigentlich nur so um die 150 Ampere ab kann. Kann man dann gar nicht die Leistung wirklich abfordern. Und mit so einem Schlauchpaket geht das. Dementsprechend eine sehr interessante Sache. So, pack das hier schon mal wieder ein. Jetzt kommt die spannendste Sache. Die spannendste Sache. Das ist eine Mick-Mack-Zange. So, jeder kennt diese Fixzangen. Das ist eigentlich wirklich das coolste Hilfsmittel, wenn man so. Habe ich auch selber noch nicht gesehen. Das ist wirklich das coolste Hilfsmittel, wenn man Mick-Mack schweißt, ja. Man kann den Draht damit abknipsen, man kann die Düse damit reinigen. Jetzt habe ich die Düse schon wieder weggepackt, egal. Man kann die Düse damit reinigen, man kann den Draht abknipsen. Man kann die Stromdüse hiermit lösen, wenn sie fest ist, wenn sie zu warm ist. Man kann hiermit die Gasdüse lösen. Man kann den Draht innen ganz normal abkneifen, wenn der an der Drahtrolle fest ist und so weiter. Ja? Also gibt es 1000 Möglichkeiten. Und ich sage mal, wenn man Mick-Mack schweißt, es gibt nichts Cooleres als diese Zangen und die gibt es ja sonst von einem anderen Hersteller und jetzt sind das hier original Weldinger. Ja? Und der Clou ist daran natürlich, Funktionsumfang ist auch sehr gut. Ich werde die natürlich ausführlich testen. Funktionsumfang ist auch sehr gut oder ist genau der identische, aber der Preis ist natürlich deutlich günstiger. Diese
Zangensäulen, ich habe es gestern Abend noch schnell nachgeguckt, die sollen 12,99 Euro kosten, glaube ich, oder 11,99 Euro, 11, 12 Euro. Und dafür sind die natürlich wirklich preiswert und fühlen sich auch wirklich gut an. Ich werde die mal kräftig ausprobieren. So, und da ist die interessante Sache, da hat Haus und Werkstatt mir 5 Stück mehr mit reingehauen. Und wenn ich dazu ein Video mache und das Ganze ausprobiere, teste, dann werde ich die 5 Stück hier verschenken, verlosen. Und da muss ich mir noch eine spannende Sache ausdenken. Ich denke mal irgendwas so mit den Kommentaren, wo dann irgendwer irgendeinen Kommentar loslässt. Ich glaube, ich werde es mal auf die beiden hier beziehen. Also ich habe die ganze Funktionalität dieser Zange, die ist wirklich sehr, sehr durchdacht. Und links, rechts, von Linkshändler für Rechtshändler, passt also auch in beide Hände, auch wenn man nicht Linkshändler ist. Ja, man hat da irgendwo mit der rechten Hand, fummelt man. Man nimmt die Zange einfach in die linke Hand. Geht perfekt. Also die ist wirklich, ich finde die super, die Zangen. Ich bin da immer schwer begeistert. Einzigste, was ich immer nicht zuordnen kann, warum die beiden hier unten sind. Manche sagen, damit kann man sich ein Band durchmachen, die irgendwo hinhängen oder so. Das wäre so eine Idee. Vielleicht hat ja jemand noch eine richtig coole andere Idee, wofür diese beiden Bohrungen, die beiden Ansätze hier da sind. Dementsprechend glaube ich mal, dass das meine Frage wird zu dem Video, zu den Zangen. Aber auch dann werden wir die erst verlosen. Also nicht heute schon irgendwas unterschreiben. Ihr könnt ja alles unterschreiben. Wenn ich hier irgendwas noch vorstellen werde, ich werde auf jeden Fall das vorstellen. Ich werde auf jeden Fall die Glasdüsen vorstellen. Die Rauchmelder, die werde ich jetzt gleich hier im Haus verteilen. Wie gesagt, mit diesen Klebepads ist auch eine schöne Sache. Ich bin auch von Natur aus eigentlich eher, ja, faul ist vielleicht der falsche Ausdruck, pragmatisch. Ja, so kann man einfach so ein Klebepad nehmen, Rauchmelder, einfach bupp, unter die Decke hält. Ist wirklich eine schöne Sache und die kosten so gut wie nichts. Man braucht nicht erst eine Bohrmaschine herholen, alles. Ich habe hier 3, 4, die ich noch verteilen will im Haus, damit man sich da wirklich auch keine Gedanken machen muss. Ja. Aber wie gesagt, dazu machen wir ein Video. Dazu sicherlich nicht. Der Draht wird immer wieder beim Schweißen zum Einsatz kommen. Die Düsen hier, ja, auf jeden Fall machen wir damit was. Ich habe ein ganz tolles Projekt, wo ich Edelstahl schweißen will, wo ich eine ganz tolle Sache basteln will. Eine Sache, wo ich mich schon seit Monaten, gefühlt seit Jahren darauf freue. Und da werden die auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Das vergleichen wir, da machen wir ein Video zu. Schlauchpaket werde ich euch auch sicherlich in dem einen oder anderen Video mal vorstellen. Da habe ich auch lange immer mit gehadert, dass ich mir immer eins besorgen wollte, bin ich immer irgendwie drüber hinweggekommen. So, ich werde nachher, wenn ich es heute noch schaffe, werde ich mal in die Werkstatt gehen, werde ich ein bisschen Max schweißen und gleichzeitig die Zange hier ausprobieren und dann auch ein kleines Video zu der Zange machen. Das nochmal vorstellen. Das ist echt das coolste Hilfsmittel. Ich sage mal so, vorm Schweißen mit Trennschutzspray, mit Schweißtrennspray einsprühen, damit man hinterher die Spritzer wieder wegkriegt, aber ist teilweise nicht mehr ganz so relevant, weil viele neue Schweißgeräte machen wirklich so wenig Spritzer, also das ist Wahnsinn, selbst in diesem Hobbybereich. Das ist nicht mehr ganz so wichtig, trotzdem, ich nutze viel Schweißtrennspray und dann ist das beim Max-Schweißen wirklich das A und O. So, ich hoffe, das war mal interessant. Einfach so, ich schneide hier auch nichts und vielleicht mache ich einen Vorspann rein, aber vielleicht nicht mal das, keine Ahnung. Ich werde das einfach jetzt kurz auf den Rechner hochladen, dann eventuell einen kleinen Vorspann und dann werde ich das hochladen. Einfach heute Morgen mal, ich trinke jetzt meinen Kaffee, der ist jetzt, glaube ich, kalt geworden. Vielleicht mache ich mir nochmal einen neuen und ich wünsche euch auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes Wochenende. Das Wetter ist nicht das Beste, man kann leider nirgendwo hingehen. Vielleicht könnt ihr euch ja irgendwie, ja, anders beschäftigen, in der Werkstatt gehen, ein bisschen schweißen. Das ist immer eine schöne Sache. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Ich verlinke mal ein paar Sachen hier unter, ja. Besonders die Zangen sind natürlich extrem interessant. Dazu kommt die Tage was. Bis dann. Und ich muss noch einen kleinen Kaffee trinken.